Und damit herzlich willkommen zurück zu Sniper Elite 1. Wir müssen zurückgehen in den Komplex und ich glaube... die Gegner aufhalten. Ich glaube nämlich nicht, dass wir einfach nur die... meine Güte, ne? Ja, nicht einfach nur flüchten mussten. Stirb doch. Der Scheiße, Alter. Weil wir haben immer noch Ziel 5, gerade als aktuelles Ziel. Und Ziel 5 war, verlasse das beschädigte Gebäude nach Westen und halte den Feind zurück, um die Verfolgung des Agenten noch weiter hinauszuzögern. Und das haben wir nicht getan. Wir sind einfach nur rausgerannt und haben gesagt, bye, have a great time. Ich wollte übrigens nochmal nachgucken, ob Ziel 1... Ziel 1 sagt, dringe unerkannt auf das Gelände des Platzes ein. Die schweren Bombenschäden auf der östlichen Seite dürften einige Schlupflöcher ins Innere bieten. Du musst schnell vorgehen, da um 16:30 ein artillerierter Luftangriff geplant ist, um dich zu unterstützen. Ne? Osten? Wie wir alle wissen, nie ohne Seife waschen. Norden ist oben, wie es auch links oben in der Ecke angezeigt wird. Osten ist rechts. Wir befinden uns gerade im Westen. Im Westen ist durch einen Bombenanschlag ein zerstörtes Gebäude und man kann hier rein. So, 12 Runden. Weg mit dir. Jetzt halt die Schnauze. Da ist noch einer. Nee. Was ist denn jetzt? Leck mich. Schnauze. Jetzt ist seine Zeit zu fliehen. Zeig ich dir nochmal, du Penner. Ne? Schade. Gut, dann verpiss ich mich jetzt. Ich habe leider kein HP-Kit mehr, aber brauche ich auch nicht im Endeffekt. Hier müsste ich ja schon alles geräumt haben. Oh, ich habe keine Munition mehr. Das erklärt einiges. Peng. Voll in die Schnauze, Alter. Peng, da stehen noch drei links. In den Ass. Schön ins Knie. Hallo? Ich glaube, einer war da noch. Ja. Das müssten jetzt aber alle gewesen sein. Hoffe ich, weil ich bin echt tot. Abfahrt. Und damit endlich diese lange Mission beendet. Meine Güte, das ging jetzt auch schon wirklich lange. Jetzt sag mir nichts, kommt noch was, Alter. Ja, ja, speichere mal den Fortschritt des Spiels. Speichere mal bitte da. Ja. Okay. Weiter! Ist immer noch derselbe Tag, Junge? Es ist immer noch derselbe Tag. Ziel 1. Begib dich zum Plaza und sammle dort die von den DW-Kämpfern hinterlassene Notausrüstung ein. Suche eine gute Stellung, von der aus du die Verfolger aufhalten kannst.
Benutze Guerilla-Taktiken, um Todesfallen, wie zum Beispiel Schalterbadrat-Granaten, um die Größe der feindlichen Patrouille, die dich verfolgt, zu reduzieren. Dies wird ihre Chance, dich zu finden, wenn du in Deckung gehst, mindern. Und 3. Suche das Versteck auf, bis die letzten Soldaten der feindlichen Patrouille die Suche nach dir aufgeben. Okay, das heißt, wir gehen jetzt vorne rechts in ein Gebäude, dann gehen wir auf die Straße und dann gehen wir weg. Okay, das heißt jetzt hier einfach mal geradeaus. So. Kurze Frage, haben wir hier Gegner? Weiß ich ja nicht. Ich bin immer noch fast tot. Ich habe immer noch kein HP-Kit. Das kennen wir doch hier auch schon. Also hier waren wir ja schon mal. Ich dachte, merken, hier war letztes Mal überhaupt nichts in dem Haus. Gut, hier nicht. Ja, irgendwo hier in dem Haus wird's liegen. Leck mich, Alter, woher kam der denn auf einmal? Laden bitte, ja. Keinen blassen Schimmer, woher der kam, aber okay. Der war plötzlich einfach da. Pass mal auf, ja? Okay, ich hab keine Ahnung, wie der fuck Dreck funktioniert, ey. Wie funktioniert dieser scheiß Stolperrad, Alter? Ich bin noch da, wo ich eben war. Okay. Ich bin eher gerade so mäßig amused. Ganz ehrlich. Okay, Zielspiel. Guerilla-Taktik. Von hier aus jetzt da zurück, wo ich gerade herkam, oder was? Boah, ne? Okay, funktioniert nicht. Stolperdraht zu setzen dauert halt gefühlt ein Jahr ungefähr. Vorne steht einer, den sehe ich. Jetzt steht er nicht mehr, natürlich.
Okay, und wo ist Ziel 3 dann? Ziel 3 ist weg. Okay. Das heißt jetzt von hier aus... Oh Gott! Wo kommst du denn her, Alter? Hast du mich erschreckt? Okay, da lang, links rum. Ja, ich sollte ein HP-Kit nehmen, möchte ich aber nicht gerade. Dann wieder links rum. Ich möchte jetzt keine scheiß Dingens aufstellen. Das dauert eine Stunde, ey. Ich hab keine Stunde. Nee, nächstes. Ich habe übrigens immer noch nicht die scheiß FPS-Dingens umgestellt, weil mich immer noch nicht mit beschäftigt habe, wie das geht. Muss ich das tun? Ich muss das tun, ne? Fuck. Gut, komm mal. Ich stelle da irgendwo einen, so ein Stolperdraht hin, ja? Mal gucken, wie gut das funktioniert. Guten Tag. Ich habe noch keinen Stolperdraht gestellt. Hast du dich jetzt selbst in die Luft gejagt? Weg. Okay, jetzt Ziel 3. Meine Fresse, ey. Plötzlich kommen hier nochmal 40 Leute. So. Muss hier rein, ne? Ah, okay, das in der Mitte ist einfach überhaupt nicht vorhanden. Das ist halt so eine Art Dingens dargestellt. Okay, und dann vorne, das ist das Haus ungefähr. Ja, guten Tag, mein Haus. Will ich hier das Loch in der Wand, um zum Versteck zu gelangen? Die kann ich nicht aufheben, schade. Bleib versteckt, bis der Feind weg ist. Ja, das ist jetzt wie lange? Okay, Mission abgeschlossen. Cool. Weiter. Die Mission war massiv sinnlos. Okay. Nächste Mission. 19. April 1945. Der Befehlshaber des Treibstoffdepots ist für Funkverkehr, Fahrzeuge und Anweisungen für das erste Vorrücken des NKWD nach Berlin zuständig. Wenn du sein Funkcodebuch an dich bringen, ihn selbst ausschalten und seine Anlage zerstören kannst, wird das ihre Pläne stark behindern. Top notch. Bedenke, dass wir bei dieser Operation dir nur wenig helfen können. Wir haben nur wenige unverzichtbare OSS-Agenten in Berlin und das, was vom deutschen Widerstand noch übrig ist, kann kaum Hilfe leisten. Zum Glück sind unsere Chancen nicht völlig aussichtslos. Unsere neuesten Informationen bestätigen, dass das NKWD den Befehl hat, in relativ geringer Stärke, streng geheim und vor allem ohne direkte Unterstützung durch die russischen Streitmächte zu operieren. Unseren Quellen zufolge soll der Kommandeur des NKWD in Kürze mit dem Zug eintreffen und das Funkcodebuch normalerweise in seiner Baracke sicher verwahren. Leider wird diese Baracke in seiner Abwesenheit schwer bewacht. Daher bietet sich die beste Gelegenheit in dem Augenblick, in dem er es aus einem sicheren Aufbewahrungsort nimmt, um es zu benutzen. Ja, okay, also wie ich gerade sagen wollte, meine Güte, Alter, zum Glück ist immer noch derselbe Tag. Ich kann mir die Karte nicht angucken. Ach doch,
Jetzt, so. Um Gottes Willen. Kurze Realitätsüberprüfung. Bringe das Treibstoffdepot ein, um einen Alarm auszulösen, und bringe am Haupttreibstoffventil eine Zeitbombe an. Der Weg zum Treibstoffdepot wird von zwei versteckten Scharfschützen bewacht, um deren Positionen. Deren Position vom DW auf deiner Karte markiert wurde, um, kann ich weiterlesen leider. So, Ziel 2. Platziere eine weitere Zeitbombe auf der Hauptsteuerkonsole der Pumpe. Die Explosion beider Bomben müsste zu einer Kettenreaktion führen, die das gesamte Depot in die Luft jagt. Okay. Also wir gehen links an die Depots, also an die Kanister, dann gehen wir in der Mitte, oder relativ weit rechts eigentlich eher, an ein Pult, dann gehen wir noch ein Stück weiter rechts. Der NKWD-Kommandeur wird in Kürze mit dem nächsten Zug eintreffen, warte, bis er seinen Funkcode herausholt, und eliminiere ihn dann. Bringe das Funkcodebuch des NKWD in deinen Besitz und ziehe dich in sichere Entfernung zurück. Überzeug dich mit eigenen Augen. Achso, okay. Ich dachte, dass das hier erst passiert, wenn die beiden Sachen schon explodiert sind. Aber okay. Gut, das heißt, Bombe, Bombe, Kill, Buch abhauen. Okay, das kriegen wir vielleicht hin. Mal gucken. Wahrscheinlich nicht mehr heute. Und wir müssen gucken, wo zwei Scharfschützen sind. Warum legen wir uns eigentlich immer neben Ausrüstung, die wie durch Zauberhand da ist? So. So, ne, wir haben ja hier Ziel 1. Irgendwo sollen Scharfschützen sein. Weg zum Treibstoffdepot wird von zwei versteckten Scharfschützen bewacht, deren Position markiert ist. Sehe ich anders. Also A, sehe ich keine Position markiert. Ich sehe ganz viele rote Quadrate. Das würde ich aber jetzt nicht als markierten Scheiß sehen. Aber okay. Wo bin ich eigentlich? Ich bin ja hier noch nirgendwo dort. Mein Problem ist wieder mal, ach, da unten bin ich, okay, dass ich natürlich nicht weiß, wann ich schießen darf. Also, der Bombeneinschlag ist es offensichtlich nicht, weil das habe ich ja schon mal probiert. Ich könnte es ja nochmal probieren. Ja, okay, ne, ist es nicht. Dann müssen wir neu starten, ja. Ja, ist okay, danke. Also ihr wisst, was ich meine. Ich müsste ja eigentlich irgendwann mal unentdeckt schießen können. Das ist ja eigentlich der Witz an Sniper-Elite. Dass man manchmal einfach unentdeckt schießen kann. Und das wird im vierten Teil schon extrem wenig, aber... im dritten Teil. Im zweiten war es sehr viel häufiger. Weil der dritte trotzdem bisher der coolste war, finde ich. 4 und 5 habe ich allerdings auch noch nicht gespielt. Gehen wir weiter. Das war nicht die Richtung, in der ich mit dir gerechnet hatte, aber okay. Warnung, der Bereich entlang des Stacheldrahts vermint. Ich wollte nicht in den Bereich des Stacheldrahts kommen. Okay, man kommt nicht auf seinen Turm rauf, glaube ich. Ja, gut. Also ich bin mir nicht sicher, ob man auf den Turm drauf kommt, aber ich habe jetzt erstmal keinen Weg gesehen. Ich würde den wirklich gerne da oben runter snipen, bin ich ehrlich. Vielleicht habe ich eben nur nicht getroffen.
Okay. Ich würde sagen, wir machen das beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis dahin. Tschüss.